Pörtchen, hol ich. Das ist nämlich, ne, Dodge Viper, oder? Das ist ein Aston Martin. Ne, es ist ein Aston Martin. Yeah, komm noch einmal. Ab zum nächsten Kommandopfosten. Haben die 360 Spins gefallen? Den mega. Und das First-Person-Spiel hier macht auch verdammt Spaß. Schade, dass kein Lenkrad unterstützt wird. Meiner Info nach, aber es wird ja auch meiner Info nach kein Controller unterstützt. Zumindest nicht direkt, aber es geht ja. Und ich habe nicht mal die Tastatur emulieren müssen. Und Racer verhaftet. Okay. Events. Ach, einfach GPS. Das ist ein Kommandopfosten. Ja, dann hast du schon einen neuen Auftrag angenommen? Nee, ich fahre jetzt zum Kommandopfosten. Der Posten, wie der Ding heißt. Ja, Kommandopfosten, nicht Posten. Posten bezeichnet es, ja. Mal ein bisschen Punkte hier rausholen. Wie viele Speedpoints hast du denn? 201.000. Okay, ich habe 207.000. Wie viel? 207.000. Ja, ist ein bisschen mehr als ich. Aber auch nicht wirklich viel. Yeah. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gesagt, dass das Spiel mich so anhört. Also, dass ich da so Bock drauf habe und ich fahre erstmal dran vorbei. Hätte ich echt nicht gedacht. Also, Respekt. Nee, am Anfang habe ich gedacht, boah, das wird eine absolute Qual. Und jetzt macht es schon Spaß, man. Ja, auf jeden Fall. Oh, okay. Nur die Steuerung, die ist immer noch eine Qual, aber das habe ich mir ja selber ausgewählt mit dem Controller, weil Controller gefällt mir einfach mehr, um Rennen zu spielen. Die Analog-Sticks. Ja, ich musste einfach mal gucken, ob ich das Off-Cam oder wenn wir nicht mehr aufnehmen, dass ich da richtig einstelle. Weil wenn ich die ganze Zeit einstellen bin, ist auch scheiße. Dann mache ich, wenn ich jetzt zur nächsten Aufnahme meinen Controller richtig einstelle, das, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja. Also den kannst du gar nicht einstellen, außer... Also im Spiel kannst du den nicht einstellen. Das ist lustig. Und ansonsten habe ich keinen Bock, weil ich will ja jetzt dann ziemlich bald nach dem Wochenende Need for Speed beginnen. Assassin's Creed beginnen. Dann brauche ich natürlich den normalen Controller. Also neben dem Spiel. Ja, ich habe jetzt den BMW freigeschaltet. Also. Ja, ich auch. Das ist das Lustige. Wir schalten alles zusammen frei. Ich nehme den BMW. Ich bin ja BMW-Fan. Drift-Fan. Und allgemein Muscle Car und Heckantrieb-Fan. Ja, mal sehen, wie es mit dem Ding läuft. Und ich bin jetzt Kapitel 3. Ich bin auch. Schau mir jetzt. Der Sachschaden durch Straßenrennen in Redview County geht in die Tausende. Aber nun ist zum ersten Mal eine Grenze überschritten worden. Sachschaden. Die Bremsen glühen zu besagen, dass jede Aktion eine gleiche. Schöne Lambo im Bild. Gesetzte Reaktion erfordert. Und Gewalt muss mit Gewalt erwidert werden. Auf exzessive Gewalt muss angemessen reagiert werden. Die Racer haben gezeigt, dass sie Grenzen überschreiten, um mutwillig die Gesellschaft zu zerstören. Und um diese zu schützen, müssen wir dasselbe tun. Und unserem Feind zeigen, dass er es ist, der in Gefahr ist. Okay. McManus wird nicht das einzige Opfer sein. Ja, dann, wenn er nicht das einzige Opfer sein wird, es ist ja geil, dass man hier so eine Art Story, man da hat die Begründung, warum man jetzt die ganzen Raser jagt, nicht einfach typisch Polizei rast mit irgendwelchen unglaublich übertunten Wagen hinterher. Wir bringen ihnen unsere... Schaltest du auch als nächstes den Porsche 911 frei? Wir bringen ihnen unsere Gerechtigkeit. Ja. Okay, finde ich jetzt schon mal richtig geil, weil ich liebe Porsche einfach. Wir bringen ihnen unsere Gerechtigkeit. Sammle 15.000 Speedpoints, dann sollte ich schaffen. Silbereinsatz, sollte ich auch schaffen. Silber bei einem Event, oder? Ich nehm den Undercover. Okay, ich muss mal gucken. Wagenauswahl. BMW M6 Coupé. Der ist aber nicht wirklich schnell. Das ist egal, das Ding driftet wie sonst noch was. Das Ding ist purer Drift. Ja, okay, ich nehme den einfach mal. Dann muss ich jetzt noch die Strategien da
wieder machen? Ja, muss ich zufälligerweise auch machen. Slot 1. Mir gefällt elektrostatisches Feld. Da habe ich noch nicht ausprobiert. Ich hatte jetzt nur EMP und Bei dem Wagen, nee, komm, ich mach die Schockramme rein. Schockramme und ESF. Und damit jage ich den einfach. Ich crashe einfach. Ich crash die Leute einfach zusammen. Was ist ein Schockramme? Schockramme ist, wenn man den rammt, dann kriegt er einen ordentlichen Schock ab. Ist wie EMP, bloß mit Kontakt, glaube ich. Okay. Aber ich bin nicht sicher, man muss es natürlich ausprobieren. Oder wenn er dich rammt, könnte auch so sein. Okay. M6 ist natürlich echt krasser Scheiß. Wo also bist du? Okay, du bist schon wieder draußen. Allein schon mit 102 PS zieht ein 3er BMW saugen an. Habt ihr einen BMW oder was? Nö. Okay. Das Lustige ist, ob man einen Golf oder BMW will, die kosten etwa beide gleich viel bei der Versicherung. Das ist das Lustige, was ich erfahren habe. Also von dem her, also ich meine jetzt ein Dreier. Natürlich, wenn man Drift-Videos von BMW sehen will, M5, Georgi, irgendwas, bla bla bla, der lebt zwar nicht mehr, der hat, und ja, der hat echt krasse Sachen abgeliefert. Alter, wie der abgeht, wie gut man mit den driften kann. Ja, ich weiß. Hat ja auch Georgi Trafdatz irgendwie so bewiesen. Okay, ich bin in der Wand. Wo bist du eigentlich? Ich fahre dir gerade hinterher. Weit hinterher, oder? Oder ich bin auf dem Weg zu dir. Ich bin 600 Meter von dir entfernt. Und dann gehe ich raus und aus dem Rennen. Reparier den Wagen mal. Aber es ist echt krass, was der abgeliefert hat. Es war auch nicht sein Fehler, dass er am Ende den Löffel abgeben musste. Durch sein M5 gerade. Das ist echt eine krasse Scheiße, was man mit dem Ding anstellen kann. Auch der BMW E46. Das Ding ist saumäßig stabil. Hat damals, der BMW, man hat mit dem Ding die Le Mans Serie gewonnen in Amerika. Und darum ist er eigentlich in Need for Speed Most Wanted auch gelandet dann schlussendlich. Bei den alten Most Wanted fand ich den BMW auch immer richtig geil. Ja, das Ding hat auch Porsche und alles mögliche abgezogen. Ich habe mich früher gefragt, warum. Das Ding wiegt kaum über eine Tonne, hat hier 450 PS an der Hinterachse. Und das ist echt krass. Was ist die Leistung, wenn die Räder richtig warm sind, die Reifen meine ich. Ja, Silber bei einem Event, welches Event machen wir denn? Das musst du, also wir haben jetzt wahrscheinlich beide dasselbe ausgewählt. Ja, ja, wir müssen einfach irgendein Event wählen, oder? Silber bei einem Event, oder was musst du für eins machen? Ja, ich muss auch Silber bei einem, ich muss wieder Schnelleinsatz, scheiße. Schnelleinsatz, ja, du kannst ja theoretisch wechseln, aber... Boah, was sind das für Bildfehler bei mir plötzlich hier? Habe ich vorne Sirenen? Oder die? Weil es wäre dann totale Dummheit, oder? Ja, okay. Ah, okay, jetzt sind die Bildfehler, glaube ich, weg. LOL. Und mich hat's auseinandergenommen. Ja, mich auch. Crash. Aber trotzdem, im 6. werde ich schon einiges fahren. Noch ein Fall, das ist vielleicht nicht gerade umgebracht am LP, aber das Ding ist einfach verdammt stabil. Der E36 ist saustabil. Ich sag zwar nichts Näheres dazu, aber das Teil ist einfach stabil. So, ja, was sollen wir jetzt machen? Ein Event suchen und fahren. Okay. We will search an event and drive it in our M6 BMW. So. Events. Was musst du Schnelleinsatz dann? Oder? Ist es bei dir egal? Ich muss einen Schnelleinsatz machen. Was wollen wir? Ins rechte Licht, unaufhaltsam, gib alles. Eiltempo. Was gibt's hier noch? Taktische Reaktion und in die Offensive. Das ist mir eigentlich vollkommen bewusst. Ins rechte Licht. Achtung, haben wir
hast du Navi drauf eingestellt oder GPS? Ja, ich hab's GPS auf das Ding eingestellt, fahr mir einfach hinterher. Jupp, und diesmal verliere ich dich hundertprozentig nicht. Ja, glaube ich dir mal. Aber das Geile ist, man kann ja natürlich wie Ken Block driften. Der hat seine Karma-Serie, kann man gerne ansehen, von PC Shoes. Karma-Serie. Das ist zwar ganz nett mit so einem Wagen, der ist viel zu overpowered und Allrad und so, und das ist halt nicht wahres Driften. Das ist natürlich zehnmal erprobt und so weiter. Und was Georgi Tratazzo, wie auch immer der heißt, ich kann es nicht genau aussprechen, den kann sich jeder nicht so merken, weil es kein deutscher Nachname ist. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, dass ich ihn nicht verliere. Aber gut. Egal, ich warte ja. So ein bisschen. Und der ist einfach durch den Verkehr, will einfach durch den Verkehr gedriftet. Sein M5, das ist dann wirklich Driften. So kannst du dir Gas geben, ich bin mir eigentlich dran. Nicht das, was Ken Block macht. Aber dass das Heck auswandert, das ist natürlich auch ganz, ganz klar bei dem Spiel. Was dabei das passieren kann, da müssen wir auch berücksichtigen. Lone Stallion Ranch, das ist natürlich ganz klar nicht aus Need for Speed, nee, aus Burnout Paradise abgespickt mit der Lone Stallion Ranch. Im Norden, glaube ich, war die. Ja, in Paradise City, und du hängst wieder hinterher, oder? Ja, aber nicht viel, ich habe nur ein Fahrzeug gehabt. Hast du ein anderes Fahrzeug oder was? Wie habe ich es jetzt verstanden? Ja, ich habe also eingerammt und dann war also kaputt. So. Deins? Nein, meins nicht. Achso, okay. Boah, aber meins bald. Burnout. Okay, dann akzeptiere ich jetzt. Rase ins Ziel und vermeide Kollision. Ja, das. Das hat natürlich wunderbar geklappt. Das ist göttlich. Darum spielen wir es auch zu zweit und nicht allein. Ja, zu zweit macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Ich mach da auch einfach mal mit, weil ich brauche Speed Points und. Ja, du brauchst wahrscheinlich auch das Rennen. Ich brauche das Rennen ja nicht. Ah ja, stimmt. Rase ich ja auch eher gemäß. Gemäß. Ja, nur 200 km/h mäßig. Das ist natürlich ganz normal. Fährt keine 200, das macht man doch, das lernt man in der Fahrschule. Alter. Auf jeden Fall, also in der Fahrschule lernst du auch nicht vorsichtig fahren. Nein. Ich lerne noch gar nicht, bin noch nicht so weit, beziehungsweise noch. Fehlen nicht, aber. Ja, aber nicht, ich habe Rollerführerschein gemacht. Aber nicht Auto, und da saß wieder auch drin. Und was ich übertrieben finde, ist, wenn eine Fahrschule schon einen dicken Audi oder so als Fahrschulwagen hat. Ja, ich glaube, bei mir, da wo ich hin will, nur V. Nee, doch nur Volkswagen. Ja, das geht ja noch, aber wenn du so einen Audi hast und. Ich fände es schade, dass man keinen BMW da benutzt, weil der Heckantrieb hat. Muss man immer solche Zusatzkurse machen, wenn man dann später fahren will. Ohne Scheiß, ich fahre gar nicht so schnell, Scheiße. Also ich musste 3,4 Kilometer und habe 1 Minute 24, die geht eigentlich auch voll klar. Ja, bei mir geht es eigentlich auch voll klar, ich muss noch 2,5 Kilometer fahren. Und ich liege eigentlich verdammt gut in der Zeit. Wir sind halt zwar noch ziemlich am Anfang des Spiels, klar. Aber das bedeutet ja nichts. Das Heck kommt so schön, ich behalte den Wagen einfach meine Zeit, bis er nicht mehr fahrbar wird. Ich glaube, sobald ich den Porsche habe, werde ich den Porsche dann nehmen. Boah, und ich werde bis zum Hennessy wahrscheinlich nichts anderes fahren, aber. Das Problem ist, man crasht halt ab und zu, aber das passiert halt.